Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Und zwar wird das diesmal wahrscheinlich die letzte Folge sein, zumindest für Schweden, da ich doch eingesehen habe, dass ja, ich es vermasselt habe mit der Fraktion. Einfach aus verschiedenen Gründen. Einer war eindeutig mangelnde Spielerfahrung. Wenn man bedenkt, wir können insgesamt um die 8000 Truppen rekrutieren, während unsere Gegner mit 20.000 aufwarten. Ich weiß nicht, das ist. Und Expansionspläne können wir im Moment auch nicht wirklich machen. Und es würde sehr lange brauchen. Ich könnte es vielleicht schaffen, mittlerweile, weil ich mehr Spielerfahrung habe, aber es würde sehr lange dauern, bis ich die Situation hier wieder gerettet habe. Vor allem, ja gut, im Moment gibt es keine starken Fraktionen, aber. Ich wollte uns auch nicht umbringen, aber trotzdem läuft im Moment nicht so gut. Was haben wir eigentlich für eine Grundfolge, muss ich mal gucken. Ja, nominieren. Nur was Doofes aber auch. Nur, also wie gesagt, das ist die letzte Folge. Ich werde hier auch nicht mehr viel machen. Wahrscheinlich gar nichts. Ich werde vielleicht mal alleine weiterspielen ein bisschen und gucken, ob ich das noch retten kann. Aber ich wollte euch so als Abschluss erstmal Partie beenden, weil wir dann sehen, was für die Punkte wir haben. Ja, mit einem Punktestand von 7520 seid ihr damit, das Haus der Zähringer zu besiegen. Okay. Dieser mächtigen Familie gehörten weitreichende Ländereien in Süddeutschland. Als Herrscher des Herzogtums Okay. Und der Markgrafschaft Verona waren die Zähringer eine der mächtigsten Familien in ganz Deutschland. Nach einer gescheiterten Rebellion gegen den Kaiser wurden die Familie alle Titel oder diese Titel aber entzogen und weitere Teile der Familienländereien gingen in die Erbmasse anderer Dynastien über. Danach blieben die Zähringer nur noch einige wenige Besitztümer in Schwaben. Ja, wenn wir mal gucken hier, wie viele Könige wir verbraucht haben. Was ist das hier? Ja. Ja, so viele haben wir nicht verbraucht. Wir haben nur 6 Stück verbraucht. So, jetzt zum Menü wenden. Und was ich euch genau jetzt zeigen wollte, ist, wenn wir gleich im Menü sind. Ich kann ja schon mal sagen, was ich sonst jetzt so machen werde. Wahrscheinlich. Erstmal kommt jetzt nichts mehr. Außer mal erst die 2. Das werde ich noch zu Ende machen und dann gucke ich, was ich für ein neues Projekt machen könnte. Das weiß ich aber noch nicht, was ich machen könnte. Oder machen will. So, Aragon habe ich hier gespielt. So ein kleines spanisches Ländchen ist das. Ziemlich machtlos am Anfang. Und wenn wir jetzt hier mal auf Besucherreiche gehen. Ja, all dieses braun-orange hier ist Aragorn. Also komplett das hier, also fast ganz Nordafrika. Außer vielleicht hier Ägypten. Und fast ganz Spanien gehört mir. Und wenn wir mal gucken, ich kann. Ja, 180 Truppen, ja, 180.000 Truppen rekrutieren, das sind ein paar mehr. Ich muss sagen, ich habe auch ziemlich lange in diesem Spiel schon gespielt. Und ja, ich war gerade hier, wie man sieht, vielleicht dabei, den restlichen Spanien zu holen. Castile war lange Zeit hier die Hälfte von Spanien, während ich mich da unten ausgebreitet hatte. Und ja, es lief super erfolgreich, also es läuft auch ziemlich erfolgreich in dem Spielstand, muss ich sagen. Ich habe auch einen Spielstand mit Irland, wo ich, habe ich schon mal erwähnt in der Folge, wo ich hier Schottland und Irland hatte. Das war auch ziemlich gut. Da kam ich aber leider nicht weiter, weil ich viele Rebellionen hatte. Weil ich ja, nicht wusste, wie ich die unterbinden kann. Mittlerweile weiß ich das, indem ich einfach meinen Typen hier hinschicke und dann Intrigieren anwende und dann geht er hin und sagt, hier ist aber nichts mit Fraktion, sowas wollen wir hier nicht sehen. Und so unterbindet man das anscheinend. Das wusste ich vor diesem Spielstand gar nicht. Deswegen habe ich sie auch so weit gebracht. Natürlich auch, weil man hier unten dieses ganze afrikanische Land einfach mit heiligen Kriegen erobern kann. Das ist ziemlich easy. Mal gucken, meine Vasallen müssten mich eigentlich auch alle mögen. Ja, fast alle. Der mag mich nicht, weil eingesperrt ist und weil ich hier einen Titel geklaut habe, glaube ich. Ja. Und hier auch habe ich schön ausgebaut, hier alles.
meine Städte alle fast fertig ausgebaut. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe ja auch ein übelstes Einkommen. 71 pro Monat, damit kann ich mir jede Söldnerarmee kaufen, die ich will an sich. Mehrmals. Bevor mein Geld ausgeht. Und ja, ich wollte euch nur zeigen, dass ich sie auch erfolgreich schaffen kann. Eindeutig. Und damit beende ich Crusader Kings 2 für dieses Mal. Wenn ihr vielleicht irgendwann mal noch eine andere Fraktion sehen wollt, dann könnt ihr das ja unten in die Kommentare schreiben. Dann guck ich mal, ob ich das mache. Vielleicht ein bisschen erfolgreicher als letztes Mal mit Schweden. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Für eure Aufmerksamkeit. Ich bin neutral. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.